Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Zum Glück habe ich dieses Mal nichts zu erzählen zu Anfang. Also können wir direkt loszocken. Und so muss ich auch nicht schon wieder failen, während ich versuche irgendwas zu sagen, weil sonst war es ja immer so Bah, nee. Also, ich habe mir die letzten Aufnahmen logischerweise angeschaut. Muss ich ja, wenn ich die schneiden möchte. Und da habe ich so oft gesagt. Boah, ja, jetzt schon wieder. Das hat mir echt nicht gefallen. Und muss ich mir auch mal abgewöhnen. Weil ehrlich gesagt, kann sich das niemand geben, so. Wenn ich hier die ganze Zeit am Rumstottern bin, beziehungsweise immer so lange Pausen mache. Oder jetzt schon wieder so komisch rumspacke beim Reden. Nee. Ach, okay, die ist fake. Alles klar. Ja, ich hoffe, ich komme mal klar hier. Und als ob die Türen alle fake sind. Ich meine, die am Anfang, ja okay, war irgendwie klar, dass die fake ist, aber auch die oben dann? Komisch. Hier kann man auf jeden Fall rein. Aber ich glaube, hier gibt es nichts sonst. Ich glaube, da gab es jetzt nur das One-Up, was ich jetzt nicht eingesammelt habe, weil ich nochmal zurück wollte. Ja, okay, da gibt es jetzt noch einen Block. Das ist relativ offensichtlich. Da können wir nochmal schauen, was da drin ist. Hier gibt es keinen Block. Okay, ich dachte, hier wird es einen Block geben eigentlich. Ja, die sind alle fake, das sieht man. Gibt es hier noch was? Ja! Jawohl! Die erste Starcoin anscheinend. Nicht? Okay. Okay, und sonst so, hä? Was? Wie kommt man denn an die ran? Jo. Unten und dann... Nee. Okay, ich... glaube, da... da muss man oben lang, also über dem kleinen Kasten. Seht ihr ja gleich, was ich meine. Nur ich weiß nicht, ob man da aus dem Wasser rauskommt, auf den Kasten da. Deswegen warte ich kurz. Und mache dann hier einen Wandsprung. Ja, Toad, du brauchst mich nicht so anschauen. Ja gut, mache ich halt keinen Wandsprung, sondern hol die dann einfach so. So, zack. Gibt es hier drüben noch was? Nein. Dann weiter. Jetzt habe ich auch schon richtig viel Zeit damit verschwendet, da die ganze Zeit nachzuschauen, ob es da irgendwas gibt. Also, ich hoffe mal, dass mir das nicht zum Verhängnis wird. Jetzt warten wir kurz, bis er sich nochmal öffnet. Okay, nice. Eine Feuerblume, alles klar. Wird mir zwar nicht viel bringen gegen die Fishbones. Ich meine, deswegen muss ich das Ding nicht direkt wegwerfen, aber na gut. Ja, hau halt ab. Boah, war das knapp. Boah, ist das knapp die ganze Zeit. Okay, gibt's noch was? Ich schätze, das ist ein Nein. Aber hier gibt es auf jeden Fall einen Secret Exit. So wie in jedem Geisterhaus. Müsste es eigentlich geben. Weil wie gesagt,
ist eigentlich in jedem Geisterhaus immer ein Secret Exit. Und zumindest haben wir schon mal alle 3 Star Coins. Vielleicht ist er auch hier. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall mal schauen, was hier drin ist. Noch eine Feuerblume, okay. Das ist auf jeden Fall schön, dass wir zumindest da nochmal aufstocken können. Warum bin ich blöd? Ist der Secret Exit hier? Ach nein, 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 nein. Nein, was mache ich? Nein, was mache ich? Ja, komm mal drüber. Oh nein. Boah, ich kann die ganze Zeit keinen Wandsprung ausführen. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Dieser beschissene Boho geht mir auch schon wieder auf den Sack. Ja, jetzt aber. Boah, noch 39 Sekunden. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Nur Bonus? Nein. Eine rote Röhre. Okay. Alles klar, und hier ist tatsächlich der Secret Exit. Nice. Schon wieder so ein langes Ding. Alles klar. Dann würde ich sagen, böllern wir noch schnell den zweiten bzw. den normalen Exit hinterher. Und speedrun den Shit mal kurz. Naja, so gut es eben geht, speedrun. Oft muss man auch auf diese Dinger hier warten. Ja gut, jetzt nicht so unbedingt. Man könnte auch durchs Wasser, aber wir haben ja eigentlich Zeit. Ich möchte mich nur ein bisschen mehr beeilen. Also wie gesagt, wir versuchen den Quatsch jetzt so ein bisschen zu speedrunnen. Das hat auch einen Grund. Und zwar haben wir alles vom Level schon gesehen und ich glaube, der Secret Exit war ziemlich weit am Ende des Levels. Also brauchen wir auch hier nicht so viel Zeit verschwenden. Boah! Es ist aber schön, dass ich hier nicht wieder nicht getroffen werde. Ist nice. Dann können wir uns hier auch gleich wieder die Feuerblume abholen. So. Und die dann auch mit ins nächste Level nehmen. Ja, das habe ich nämlich schon gedacht. Ist hier noch so ein... Ach, komm schon. Ist hier noch so ein hässlicher Boho rumschwebt. Und gibt's da... Gibt's da noch eine neue Feuerblume? Ja, okay, nice. Habe ich eigentlich nicht verdient, aber... Ich nehme, was da ist. Also von daher... Okay, hier oben. Alles klar. Okay. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende, oder? Ja. Nice. Dann haben wir das hier auch wieder überstanden. Und ab geht's ins nächste Level. Aber nochmal zurück zu dem, dass ich manchmal so ein bisschen stottere in den
Aufnahmen beziehungsweise halt öfter größere Pausen habe oder in manchen Aufnahmen größere Pausen habe und in anderen wieder nicht. Das liegt einfach daran, dass ich oft auch müde aufnehme. Beziehungsweise, wenn ich dann mal versuche, irgendwie was zu sagen, was ich mir vorgenommen habe, zum Beispiel im letzten Part, wie ich das mit den Charakteren mache, dann ist das auch meist unvorbereitet. Also ich schreibe mir hier kein Skript oder so, ich nehme einfach direkt drauf los und quatsche den. Okay, alles klar. Ich dachte gerade schon, warum erscheint keine Truhe, aber ich habe es einfach übersehen. Ja, ich quatsche dann Freestyle drauf los und versuche einfach das Beste aus dem Part zu machen. Anstatt mir hier ein Skript zu schreiben, was dann irgendwie unnatürlich wirkt, beziehungsweise man sich einfach nicht anhören kann, weil sich das alles so, ja, keine Ahnung, so durchgescriptet anfühlt, sage ich jetzt einfach mal ganz dumm, was im Prinzip dann auch stimmt. Letztendlich, wenn man sich ein Skript schreibt. Ja, ehe sich das dann halt so anhört, nehme ich das dann lieber so auf und gehe das Risiko ein, dass sich das dann ein bisschen blöd anhört, weil ich hier irgendwie am Haken bin manchmal. Aber ich glaube, dass ich da meine Erwartungen, dass sich das dann authentischer anhört, auch ja erfüllen kann. Oh, und hier gibt es anscheinend wieder den Mini-Pilz. Das ist nice. Das ist ziemlich geil. Und wir müssen hier auch, alles klar. Ja. Genau, wo es gerade nochmal passiert ist. Mir ist auch beim Schneiden aufgefallen, dass ich öfter so ein bisschen verspätet auf Sachen reagiere oder die verspätet kommentiere. Und dann merke ich immer so, wie es so wirkt, als ob die Aufnahme, beziehungsweise als ob meine Stimme, beziehungsweise die Tonspur meiner Stimme so ein bisschen im Off ist. Das ist immer ganz witzig eigentlich. Auch wenn es wahrscheinlich fürs Zuschauen eher nervig ist, finde ich das immer ganz witzig, wenn ich das dann sehe und mir so denke, boah, was zum Teufel mache ich da eigentlich? Okay, warum war ich jetzt im Block? Und was ist da drüben los? Oder kommen die Fontänen? Ja, okay. Die Fontänen kommen halt erst, wenn man sich hier dem Bereich nähert. Oh, alles klar. Okay, ich kann es doch aufnehmen. So, zack. Können wir auch hier ganz ungestört reingehen. Das ist wunderbar. Ansonsten hätten wir halt eine Feuerblume gebraucht, aber ich bin halt Mini-Toad. Und ich denke nicht, dass ich noch an eine rangekommen wäre. Aber ich finde es schön, dass es hier in dem Level so alles auf den Mini-Pilz aufbaut. Sogar dass die Starcoin auf den Mini-Pilz aufbaut. Okay, und das geht anscheinend, sich so ein bisschen hoch zu boosten. Das ist nice. Also wenn man die Stampfattacke macht. Ja, dass hier alles auf den Mini-Pilz aufbaut, finde ich ganz nice. Und dass die Starcoin, genau. Dass die Starcoin auch schwieriger ist, wenn man den Mini-Pilz hat. Und eigentlich, dass die auch anders gar nicht erreichbar ist. Dass man quasi dieses Rätsel oder diese Challenge besser gesagt, dass man die schaffen muss. Weil wie gesagt, ich denke nicht, dass man da an der Stelle dann nochmal an eine Feuerblume rankommt.
Ja, okay, je. Ja, okay, hier vielleicht nochmal. Wenn man da den... Okay, und das war jetzt ganz scheiße getimed, alles klar. Na, ah, super. Da hätte ich wahrscheinlich einfach durchrennen müssen. Ja, außer da vielleicht an der Stelle mit den roten Münzen. Wenn man dann den Pilz einsammelt, bekommt man vielleicht nochmal eine Feuerblume. Aber wir werden es jetzt leider nicht mehr herausfinden können. Schade. Na gut, dann würde ich sagen, holen wir uns tatsächlich erstmal den Yoshi hier ab. Ich denke, den brauchen wir fürs obere Level. Und dann machen wir es auch direkt. Und ja, okay, das wäre ja das dritte Level gewesen. Schade, aber ich hatte jetzt keinen Bock, nochmal zurückzurennen. Deswegen habe ich dann einfach das untere Level gemacht. Ich denke, ist auch nicht weiter tragisch. Und tatsächlich brauchen wir den Yoshi hier, oder beziehungsweise es ist anscheinend wieder ein Yoshi-Level. So wie in der ersten Welt. Apropos Yoshi-Level. Okay, ich dachte jetzt, das wäre ein Baby-Yoshi-Level. Toll. Aber anscheinend ist es ein Level für den normalen Yoshi. Und hier kann man wahrscheinlich seinen Stern erweitern, wenn man den einen aktiviert hat. Und hier wahrscheinlich auch. Ja, ist auf jeden Fall interessant zu wissen, beziehungsweise gut zu wissen, dass wenn man sich einen Stern nimmt, hier in dem Level, dass es da dann auch entsprechend die Möglichkeit gibt, ihn zu erweitern. Und was bringt mir das jetzt hier? Muss ich hier schnell sein? Nö. Muss ich wahrscheinlich eher weniger. Vielleicht hätte ich auch zurückgemusst. Ich weiß es jetzt nicht. Oh. Und hätte ich da nicht die, den Sprungknopf gedrückt, hätte das ganz böse enden können. Ja, aber ich denke, da war nichts. Und ich denke, dass die zweite Starcoin, dass sie auch noch kommen wird, dass die einfach nach der Halbzeitflagge kommt. Und hier ist tatsächlich nochmal ein Yoshi. Das ist gut. Alles klar. Irgendwie beschleicht mich auch das Gefühl, dass wir den Yoshi nochmal brauchen werden. Und ich dachte, ich verliere den jetzt. Aber die Fontäne hat den nochmal aufgehalten. Und dieser Level, der nervt ein bisschen hier. Also ganz ehrlich, das ist ein bisschen Abfuck. Aber okay, dann muss man sich halt ein bisschen mehr konzentrieren und mehr darauf aufpassen, dass man... Ja, okay. Hier braucht man ihn anscheinend wirklich. Muss man halt ein bisschen darauf aufpassen, dass man den Yoshi nicht verliert. Scheiße. Ja, wahrscheinlich muss man da, wenn man da ankommt, durchsprinten und dann halt darüber springen, dass einen die Cheep Cheeps nicht im Weg sind. Ah ja, gut, kann man nicht wissen, ne? Kann man einfach nicht wissen. Und jetzt könnte ich auch hier die Starcoin gut und gerne mal bekommen. Das wäre ganz geil. Ja, genau. Und einen Pilz wäre auch nicht so schlecht. Ich glaube, jetzt haben wir einen kleinen... Ja, okay.
ein kleines Problem, was sich gerade in Luft aufgelöst hat, weil ich den Cheep Cheep nicht gesehen habe. Und jetzt sowieso gestorben sind. Also nochmal zurück ins Level. Na gut, aber das muss ich mir unbedingt merken, dass hier Yoshi auch die Hölle runterfällt. Denn wenn er da zu lange auf den Dingern draufsteht. Boah, und nerven diese Viecher hier. Holy shit. Also an der Stelle, ne? Nein, ich hätte direkt runterspringen müssen. Aber ich wollte halt Yoshi nicht opfern. Aha. Da, sowas darf ich nicht machen. Aber ja gut, es hätte ja auch sein können, dass man dann Yoshi im Bonusraum da selber nochmal braucht. Ich weiß es ja nicht. Aber wenn sowas nochmal vorkommt, auf jeden Fall Yoshi opfern, weil man kann sich hinterher immer noch umbringen. Also von daher. So. Jetzt hoffe ich, bekommen wir auch endlich mal. Ah, Mann. Die grünen Münzen wollte ich sagen. Aber nein, mit diesen Kackviechern hier wird das einfach nichts. Wenn hier die ganze Zeit rumspringen. Nein. Alles klar. Okay, wenigstens nerven einen die Cheep Cheeps hier nicht. Jetzt ist nur die Frage, wo die scheiß Darkhorn runterkommt. Wahrscheinlich hier in der Mitte irgendwo, weil links kannst du ja nicht runterkommen. Also springe ich da einfach mal direkt hin. Man kann ja auch ziemlich easy wieder hoch. Also haben wir die dritte Starcoin. Und können endlich ins Ziel. Holy shit. Ich hab's schon kommen sehen, dass ich da nochmal verrecke. Aber naja, wir haben den Level geschafft. Alles gut. Ja, dann haben wir auch schon fast die zweite Welt geschafft. Und im nächsten Part werden wir dann erstmal hier das Mopsy-Level machen. Und dann würde ich mir erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.